Hallo und herzlich willkommen zu meinem Albtraum, und zwar Castle Full of Cats. Nein, ein Schloss voller Katzen ist nicht mein Albtraum, aber guckt euch das an. Wir sind hier in der Bibliothek und müssen 40 Katzen finden und 8 Versteckte. Um Gottes Willen. Guckt euch das an. Das ist meine Hölle. Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal so die offensichtlichen gucken. Obwohl, nee, komm, wir machen es gleich richtig und gehen hier so runter. Und gehen jetzt hier so Reihe hoch. Das ist, glaube ich, ein guter, viel besserer Plan. So. Hier sieht nichts nach Katze aus. Vielleicht dahinter irgendwie? Nein. Da hätte ich gedacht, hätte sich vielleicht eine Katze drin verkrochen. Aber hier sieht es noch nicht so aus. Oh, wie süß! Die hat sogar eine Brille auf. Ich hätte gedacht, dass hier noch eine versteckte Katze ist. Uiuiui. Aber so eine Bibliothek ist halt schon awesome, ne? Also für alle, die ganz gerne lesen, ist das schon eine wunderschöne Bibliothek. Unter der Voraussetzung, dass man natürlich alle Bücher gelesen hat. Ich bin halt so ein Typ, ich möchte lieber alle Bücher, die ich in meinem Bücherregal habe, auch gelesen haben, als nur welche zur Deko. So, hier... Wir machen jetzt hier nur, bis das Ding da runter geht. Die Leiter. Also hier musst du jetzt wirklich mit, nicht mit Schmackes, aber mit Überlegung halt rangehen. Aber das finde ich auch schön, so immer so mal ein paar kleine Deko-Elemente im Bücherregal verstaut. Die Katzen freuen sich aber auch. Die haben es irgendwie richtig schön in diesem Schloss. Hey, ich sehe keine Katzen mehr. Was ist los? Tu mir das nicht an. Was ist das? Oh, das ist noch ein Geheimraum. Und jetzt gehen wir hier das so hoch. Bis zu dem Regal. Läuft bis jetzt, finde ich, noch ganz human. Bis jetzt, finde ich, läuft es doch noch ganz gut. Hier habe ich ja schon so ein bisschen geguckt. Ich glaube, im ersten Moment ist man einfach nur so geflasht von solchen Bildern und denkt so, oh mein Gott, hier werde ich ja nie alles finden. Aber wenn man halt so ein bisschen mit so ein bisschen Strategie so und sagt, komm, wir machen jetzt ganz langsam. Das Gute ist, hier kann man ja raus und reinzoomen, ne? So, dann machen wir jetzt hier bis hier die Leiter. Obwohl, hier können wir auch alles machen. Und wenn hier so Reihe nach abgeht, dann ist das, glaube ich, schon human. Kann man das, glaube ich, schon. Das Leben ist besser mit Katzen. Stimme ich voll und ganz zu. Oh. Da ist der Schlüssel für den. Guru.
Ja, die Miezekatze hier. Die größte Miezekatze von allen. Aber jetzt habe ich langsam das Gefühl, dass ich doch ein bisschen was verpasst habe. Hier keine Katzen, sondern. So, damit haben wir schon mal alle versteckten. Ihr zwei seid auf jeden Fall offensichtlich. Oh, und noch eine. Aber einer fehlt mir mal wieder. War klar, es ist immer einer, der fehlt. Aber sieht doch schon mal ganz nice aus. Ach, da oben habe ich es gar nicht gesehen. So, das heißt, da haben wir das jetzt. Dann gehen wir in dieses Versteck. 21. Und Versteckte. Na gut, nur zwei Versteckte. Das ist human. Da fehlt mir der Schlüssel. War klar. So, jetzt noch vier. Zwei. Schon. Aber dass hier uns hier da noch so Gegenstände fehlen, ne? Ist schon seltsam. Gehen wir mal gucken. Von oben. Fangen wir von oben an. Guck mal, da ist doch noch schon einer. Die hängt hier fröhlich an der Axt. Catman! Sehr gut. Also hier ist auch nochmal ein Schlüssel, den ich anscheinend noch später kriege. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Wir haben. Nee, wir machen noch die Main Hall, also das hier, ne? Wir waren jetzt oben lang, dann gehen wir jetzt hier lang. Das Schlafzimmer. Also, das ist das ganze Schlafzimmer. Okay. Da oben ist eine, da ist eine. Erstmal die, die ich ganz sporadisch finde. Noch eine. Hidden Castle Map. Augen. Okay. Aber wieso kann ich denn jetzt hier, wo ist die Hidden Castle Map? Nee. Ach, Menno! Nee, falsche Richtung. Da. Da waren wir. Jetzt habe ich leider was getriggert, was ich noch gar nicht triggern wollte. Das ist das Schlafzimmer. Da muss ich mal ein bisschen näher ran, dann komme ich da besser ran. Natürlich hier die Katze. Wie soll es auch anders sein? Ja, doch für den ersten Durchgang war es doch gar nicht so übel. Dann können wir uns jetzt mal hier ein bisschen ranzoomen und nochmal genauer gucken. So, 10. Und eine versteckte. Passieren keine ist. Okay. Hätte er jetzt noch hier im Schrank irgendwie was erwartet. Da ist noch eine. Da ist noch eine.
Ja, so eine versteckte halt im Schrank, ne? Und keine offensichtliche. Da ist einer. Gut, die hätte man jetzt von Weitem auch nicht sehen können. Oh, die hat einen kleinen Teddy. Echt so unterm Bett? Da hätte ich gedacht, dass man das vielleicht so hochraffen könnte. Um sie denn halt zu nehmen. Das zählt nicht als Katze. Dann gehen wir jetzt mal hier so lang. Ey, das Spiel ist gerade grandios, ne? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich finde es gerade echt mega. Hier oben auch was? Das sieht aus wie das Zelda. Das Schild von Zelda, oder? Okay, da ist auch noch. Seht ihr, da haben wir das nämlich gar nicht gemacht. Das war jetzt nicht so gedacht, aber okay. Ich hätte gedacht, das sind doch Zelda-Anspielungen. Die können mir noch nicht sagen, dass das keine Zelda-Anspielungen sind. Okay, wir sind jetzt hier. Das heißt, den geht's da rein. Ui! The Final Door, du schaffst das. Nee, The Final Door machen wir jetzt noch nicht. Dann gehen wir jetzt runter in die Verliese. Nee, komm, ins Labor ging's, glaube ich, da, oder? Ein Miezekätzchen fehlt mir noch. Ihr Labor ging hier hin, da runter. Wir werden jetzt erstmal unsere liebe Katze hier befreien. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich kann mich dafür revanchieren, indem ich den Weg durch das Schloss erleichtere. Zeige mir einfach auf der Karte, wo du hin willst, und ich setze dich dort ab. Kann ich noch nicht, weil mir da was fehlt. Ja. Dungeon, wo war jetzt Dungeon 3 hier? Was ist das? Was war das? Ein Spielautomat. Wo kommen die hin? Was ist denn Final Door? Da sein. Irgendwo, wo müssen hier Augen fehlen? Die Frage ist nur, wo? Wo könnten Augen fehlen? Was nämlich auch komisch ist, dass halt vom Bett aus hier noch anscheinend was runtergeht. Er soll für die gestohlene Salami bezahlen. Fofino ist hinter dieser Tür. Die anderen haben Angst vor ihm, aber ich nicht. Ich bin sehr mutig. Ich hätte unten in der Kanalisation bleiben sollen. Ich kann nicht glauben, dass Tante Judy hier an meiner Seite ist. Vielleicht hier irgendwo, wo Augen fehlen? Nee, das war ja...
Aber mir fehlt auch noch eine Miezekatze. Ach, komm schon. Wo könnten die Augen hin? Da fehlen zwei Augen. Hätte er gedacht, vom Schlafzimmer aus. Ein Kitty fehlt noch. Hier habe ich ja irgendwie einen Spielautomat eröffnet. Ich habe alle benutzt. Safe Room. Was ist das? Kristallkugel Upgrade. Deine Hinweise werden jetzt nach einer Weile neu geladen. Sehr gut. Das heißt, jetzt habe ich hier alle. Aber wo ist denn der geheime Gang? Muss ich erst den machen, bevor ich den Rest machen kann? Ophinus Ruhm. Na, süßer! Hör auf, mein Liebster. Sieh dir an, was du mir diesen Ort anstellst. Es liegt nicht mehr an mir. Es war die Hand eines Menschen, die mich dazu gebracht hat, dies alles zu tun. Okay. Wir müssen diese Katzen retten. Was ist eine Katze? Ein süßes kleines Fellknäuel? Genug miaut. Lilly vs. Ophino. Was geht da ab? Muss ich jetzt Katzen finden? Warte, eine fehlt noch, glaube ich, oder? Oh, das ist aber schwierig gerade. Ich sehe nichts. Sind das immer drei? Was passiert, wenn die Zeit abgelaufen ist? Ich habe auch... Achso, ich muss die Katzen der Liebe, also die lieben Katzen retten. Wie viele Katzen sind das denn immer? Ey, aber hier sehe ich doch gar nichts. Das eine war, glaube ich, Zufall, dass ich das jetzt geschafft habe. Ist ja nicht so, dass ich mir keine Mühe gebe, ne? Aber... So offensichtlich sind die jetzt für mich auch nicht. Einer. Okay, es waren immer anscheinend vier. Wir müssen hier mal ein bisschen nach der Reihe gehen. Ich habe aber auch keine Hilfe oder sowas. Mensch, Ophino! Rede mit mir. Lass dich knuddeln. Soll ich dir das Bäuchlein kraulen? Irgendwie so. Was ist los? Rede mit mir.
Ich meine, wir können noch darüber geben. Soll ich dir einen Whiskas geben? Soll ich dir so Katzenminze geben? Was ist los? Komm, wir können auch darüber vernünftig reden. Wie zwei Erwachsene. Sagte sie und versuchte gerade irgendwie noch eine Katze hier zu finden. Ich sehe gerade gar nichts. Ah, da oben. Das ist die letzte? Danke, dass du mir geholfen hast, Lilly. Ich hatte nicht die Absicht, jemanden zu verletzen, aber ich war nicht in der Lage, irgendwas von dem, was ich tat, zu kontrollieren. Ich war durch die Hand eines bösen Menschen in meinen Kopf gefangen. Oh. Er hasst Katzen und hat mich und alle Katzen in unserem Schloss verflucht und versprochen, dass die ganze Welt uns hassen wird, so wie er es tut. Ich bin froh, dass du uns alle befreien konntest. Jetzt werde ich dafür sorgen, dass nie wieder eine Katze von Menschenhand verletzt wird. Oh. Oh, wie schön. Aber nichtsdestotrotz fehlt mir jetzt noch eine Miezekatze und irgendwie so Räume. Aber schickes Schloss. Vielen Dank fürs Mitspielen. Okay. Und damit habe ich das Spiel jetzt beendet, offiziell. Vielen Dank fürs Mitspielen. Jedes Mal, wenn du ein Dev-Katzen-Spiel kaufst, hilfst du auch im echten Leben Katzen. Wir sind kein Tierheim, aber wir helfen auf Katzen. Und Tierheim und die Einnahmen aus unseren Spielen sind eine große Hilfe für uns, damit wir dies weiterhin tun können. Unser Ziel ist es, das Interesse an Katzen und der Adoption zu wecken und sicherzustellen, dass keine Katze unter einem Stigma leidet. Oh. So, ich meine, wir sind ja noch nicht fertig hier. Betten. Muss doch hier. Ja, genau. Ne, das machen wir jetzt noch fertig hier. Wird halt jetzt ein längerer Part. Weil wir müssen ja auch noch die eine Mutti ihr Kind zurückbringen, ne? Einer. Oh ja, klar. Einer fehlt immer. Einer muss immer stänkern. Da ist er. Wie geht's da nämlich jetzt lang? Webdruck 2. Wie kann man den Katzen hassen? Ich verstehe es nicht. Ist doch bestimmt auch noch irgendwo eine Miezekatze. Ja, da gucken wir gleich. Aber ich hätte ganz gern noch. Sämtliche Katzen. Eine fehlt noch. Ich habe die letzte Katze gefunden. Na toll. Oh, komme ich jetzt hier raus? Ich wusste es! So ist die eine Salami verschwunden. Muss im Backyard, ne? Oh, guckt euch das an. Die hat jetzt auch ihre Mutti wieder. Herzlichen Dank, jetzt sind die Kätzchen und ihre Mutter wieder glücklich vereint. Möge das Licht von Ra mit dir sein. Oh, voll schön. Okay. Gehen wir zum Main Gate.
Gut, das war's denn. Ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wenn ja, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und mal sehen, was als nächstes als Let's Play kommt. Auf jeden Fall läuft wahrscheinlich, wenn ihr das jetzt hier seht, wahrscheinlich. Ach schon. Fashion Dreamer und noch was anderes. Mal gucken. Oh, was ist das jetzt? Steam. Ja, Gott. Was ist das? Muss ich das jetzt nochmal machen? Tatsächlich. Aber diesmal sind es nur drei. Ich sehe natürlich wieder gar nichts, ne? Weil ich ja wieder blind bin. Ach, Shit-Happen brauchen wir nicht. Also da können wir den Boss-Fight nochmal machen. Okay, das ist gut zu wissen. Das habe ich, glaube hab ich, das DLC schon gemacht? Ich glaube schon. Naja, auf jeden Fall. Dankeschön fürs Zusehen. Das hat jetzt wieder das ein bisschen zerschossen, aber das ist egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, danke, auf Wiedersehen und bye bye.